Dies ist die Geschichte eines unbekannten Krieges. Er tobt im südlichen Ozean, in den fischreichen Gewässern rund um den Südpol. Seine Opfer, Fische. Eines der wichtigsten Nahrungsmittel dieser Erde ist bedroht durch Piraten. Das Wrack der Lena. Das Schiff gehörte zu einer ganzen Flotte, die sich weder an Fangquoten noch an Gesetze hält. Heute liegt die Lena auf dem Grund des Meeres vor Australien. Versenkt von den Fischereibehörden. Die Piraten haben es auf den schwarzen Seehecht abgesehen, denn sein Fleisch ist für sie weißes Gold. Eine einzige Schiffsladung macht aus den Piraten und ihren Hintermännern Millionäre. Die Folge? Das organisierte Verbrechen plündert die Meere. Für die legalen Fischer geht es um ihre Existenz, für den schwarzen Seehecht um das Überleben seiner Art. Verbrechen auf Kosten von Mensch und Natur. Eco-Crimes. Sie ist auf dem Weg zum südlichen Ozean, die Southern Supporter, ein Patrouillenboot der australischen Fischereibehörde. Wer sich hier aufhält, macht es nicht freiwillig. Die folgende Geschichte ist nicht erfunden. Sie beruht auf Akten und Zeugenaussagen, auf Verhören und Videodokumenten der Ermittlungsbehörden. Das Ziel des Schiffes? Heard Island. Auf halber Strecke zwischen Australien und Südafrika, neben den Kerguelen. Die Insel und die 200 Seemeilen Zone um sie herum sind australisches Territorium. Das liegt in einem sehr abgelegenen Teil der Welt. Dort zu arbeiten ist hart und gefährlich. Und wenn man nicht aufpasst, kann man dort schnell ums Leben kommen. Die Geschichte beginnt Ende 2001.